Das ist eine der grössten Modelleisenbahnanlagen der Schweiz. Es ist eine genaue Abbildung der berühmten Gotthard-Nordrampe zwischen Erstfeld und Göschenen. In 30'000 Stunden Fronarbeit haben im Jahr 1959 diese Bahnmodellfreund die Anlage gebaut. Im Bahnhof von Erstfeld fährt die Bergstrecke an und viele Güterzüge werden mit einer zweiten Loki verstärkt. Nach Erstfeld steigt das Tal steil an und darum hat die Strecke müssen künstlich verlängert werden. Das Tal ist sehr lang. Und so ist die Bahn in viele Kehrtunnel verlegt worden. Das ist die Kerstellenbrücke. Dintschirüs wird ein paar Mal von der Bahn überquert. Die Gotthardbahn ist 1882 gebaut worden, in der damaligen Zeit ein außergewöhnliches Bauwerk. Im Modell sind Teilabschnitte verkürzt. Die Ingenieure sind anno 1870 vor eine schwierige Aufgabe gestanden. Die Steigung hat nicht mehr als 28 Promille überschreiten und die Kurvenradien haben nicht enger als 300 Meter dürfen sein. Die Autobahn fehlt auf dem Modell,
weil die Anlage Ende der 60er Jahre gebaut worden ist und zeigt den damaligen Zustand. Das sind die drei Kehrtunnel bei Wasen. Hundert Jahre lang hat die Bahn immer Nord- und Südachse verbunden. 1980 ist die Autobahn eröffnet worden. Und die ist natürlich eine grosse Konkurrenz zur Bahn geworden. Nach diesen vielen Kehrtunneln verschwindet die Bahn in 15 km lange Gotthardtunnel. Auf der anderen Seite des Tunnels, Zairolo, können die Fahrgäste die warme Tessiner Sonne geniessen.